Ah, gut, dass Sie da sind. Oh, ich muss mich erst einmal sammeln, entschuldigen Sie mich. Also das war so. Wir kommen zurück von unserem Wochenendausflug und dann habe ich sofort bemerkt, dass was nicht stimmt, denn die Wohnungstüre von Bettina, also Frau Strobel, war aufgebrochen. Dann bin ich sofort rein und habe die beiden da liegen sehen. Jetzt mal ganz langsam. Sie sind die Frau Ulrike Betz, Sie hatten den Notruf gewählt. Ja, genau. Nach dem Anruf habe ich mich natürlich sofort umgesehen in der Wohnung und habe bemerkt, dass mehrere Elektrogeräte fehlen. Der Fernseher zum Beispiel, ja? Computer samt dem Drucker. Sie waren also in der Wohnung, ja? Ja, natürlich war ich in der Wohnung. Das war keine gute Idee. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Gut. Ich wollte nur helfen. Ich mach das. Frau Betz, warten Sie bitte. Der hat das nicht so gemeint. Doch, hat er. Frau Betz, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wann sind Sie denn ungefähr hier heimgekommen? Wie viel Uhr war das? Wir sind zurückgekommen, 15.10 Uhr. Tschüss zusammen. Junge, Junge. Das weibliche Opfer hier, Bettina Strobel, hat ja allein gewohnt, ist erstickt worden. Und das männliche Opfer, Tobias Kohlmann, ja, vor circa 20 Stunden Genickbruch erlitten. Aha. Ist das nicht total schwer, jemandem das Genick zu brechen? Jein, nicht unbedingt. Wenn man weiß, wie, kann es ganz schön schnell gehen. Das kannst du mal demonstrieren? Nee, lass mal stecken. Tja, der Täter wird da reingekommen sein. Er wollte seine Freundin schützen oder der Täter hatte sofort das Genick gebrochen. Sicher, dass zuerst der Mann umgebracht wurde? Naja, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Ne? Er hat wohl kaum zugeguckt, wie seine Freundin erstickt wird. Also musste der Täter erst dieses Opfer aus dem Weg räumen. Mit vergleichsweise schneller Tötungsart. So sieht's aus. Und Sie? Sie wollte hier wahrscheinlich flüchten. Wollte zum Balkon raus und hat er sie eingeholt und... Diese Miss Marple da draußen, ne? Die Frau, die da draußen steht. Ja. Die sagt, hier wären Elektrogeräte weggekommen und da könnte ein Fernseher gestanden haben, aber bringt man wegen sowas zwei Menschen um? Nee, ich weiß nicht, vor allem, warum steht denn der Laptop noch da? Das ist ein absolutes Topmodell. Ist Ihnen denn sonst irgendwas aufgefallen bei Ihrer Nachbarin? Ja. Also das Auffälligste war, die Bettina hat vor 2 Monaten circa einen neuen Freund. Ein ganz charmanter, junger und netter Mann. Ich betone das deswegen so, weil der vorige Freund von ihr, also der war ja eine Katastrophe, so eine komische Beziehung. Was war da komisch? Also der Ex-Freund ist ein Sportfreak und er arbeitet sogar im Fitnessstudio. Wissen Sie vielleicht, wie der Ex-Freund hieß? Elias, ja, weiter weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ich sage Ihnen, das ist ein ganz, ganz komischer Mensch. Und die Bettina, die war dem sogar hörig. Wissen Sie vielleicht, wie das Fitnessstudio heißt? Sporty Me? Ja, sowas in der Art. So, das, ihr seid soweit durch? Ja. Oh meine Güte, dann habe ich ja nichts mehr zu erzählen. Vielen Dank erstmal für Ihre Mithilfe. Und sollten wir noch weitere Fragen haben, melden wir uns sofort bei Ihnen. Ja? Vielen Dank. Freundlich genug? Nicht wirklich. Aber das ist so ein Nervensäge. Ja. Also da drin fehlen tatsächlich ein paar Elektrogeräte. Also meinst du einen Raubmord? Das glaube ich eher nicht. Ich meine, warum sollte jemand einen sperrigen Fernseher mitnehmen und einen teuren Laptop stehen lassen? Da war nämlich noch einer. Ja, und wer bringt wegen ein paar Elektrogeräten 2 Menschen um? Ja, genau das habe ich auch gesagt. Vielleicht bringt ja die Anwohnerbefragung noch was. Möglicherweise wurden die ganzen Elektrogeräte ja mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Vielleicht hat jemand das gesehen. Auf jeden Fall müssen wir das berufliche Umfeld der beiden Toten abklären. Ja. Streifer hat schon die Eltern beider Getöteten informiert. Die Eltern von ihr sind in Kroatien. Die kommen erst in 2 Tagen heim. Okay. Übrigens, sie war wohl so ein mega Sportfreak hier, ne? Ja, das sagte die Nachbarin schon. Die meinte, die hätte fast im Fitnessstudio gewohnt. Und ihr Ex-Freund wäre auch so ein Fitnessfreak gewesen. Von dem hat sie übrigens nicht besonders positiv gesprochen. Vielleicht reden wir mal mit dem. Der arbeitet übrigens in diesem Fitnessstudio. Ja, gut. Ja, Philipp? Ja, warte, ich mach dich auf laut. Die Mutter des Ermordeten, Katrin Kohlmann, hat anscheinend einen wichtigen Hinweis. Sie kommt jetzt ins K11, Alex wird sie in Empfang nehmen. Ja, super, wir kommen auch gleich rein. Könntet ihr bitte das Umfeld, das berufliche Umfeld der beiden Getöteten noch mal genauer in Augenschein nehmen? Machen wir. Ja, super, danke. Ciao. Gut.
Gut, pass auf. Da du ja schon so sportlich bist, fahre ich dich jetzt ins K11 und dann schaue ich mich mal im Fitnessstudio. Muss immer wieder Sport machen. Ja, das wird dir auch ganz gut tun. Mein Sohn. Mein Tobi. Tot. Ich habe immer gewusst, dass sowas passiert. Ich habe immer gewusst, dass es ein böses Ende nimmt. Warum denn ein böses Ende? Ja, wegen dieser Verrückten, dieser Mara, Mara Schmidt. 2 Jahre ist er mit ihr zusammen gewesen und es hat immer nur Streit gegeben. Die ist sogar mit einem Messer auf ihn losgegangen, mehrfach. Die ist total durchgeknallt. Die ist zu allem fähig. Wann hat sich ihr Sohn denn von dieser Mara Schmidt getrennt? Ja, so vor einem halben Jahr. Da hat er es dann endlich kapiert und wollte nichts mehr von ihr wissen. Aber die hat ihn überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Die hat ihn immer wieder bedrängt. Die hat bestimmt mitgekriegt, dass er eine neue Freundin hat. Und dann hat sie beide umgebracht. Weil sie es nicht verkraftet hat. Also, Frau Kohlmann, wir sind natürlich über jeden Hinweis dankbar. Aber wir suchen einen Täter mit enorm viel Kraft. Ja, die hat Kraft. Die hat sogar viel Kraft. Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Hier, schauen Sie selbst. Total durchtrainiert. Ja, da haben Sie recht. Schönen guten Tag. Sie müssen Herr Gruber sein. Ja. Mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei und habe ein paar Fragen. Ja, also, ich habe nicht viel Zeit. Worum geht's denn? Es geht um diese junge Frau hier. Haben Sie die schon mal gesehen? Ja, das ist Bettina Strobel. Sie ist ein Mitglied von uns seit 1 oder 2 Jahren. Was ist mit ihr? Sie wurde ermordet. Was? Das kann doch gar nicht sein. Sie war vorgestern hier trainieren. Ja, wie gut kannten Sie Frau Strobel? Ja, wir kennen alle unsere Mitglieder gut. Wir sind ja auch nicht so ein großes Studio. Aber die Betty, die kannte ich schon etwas besser, ja? Etwas, ja. Was heißt denn genau etwas? Können Sie mir das erklären? Ja, ich hatte eine kurze Affäre mit ihr. Okay. Ja, ich hab... Ja, sie war ja nicht die Einzige. Ich habe mehrere Affären. Okay. Ja, die Betty, die war schon was Besonderes. Sie war total sympathisch, ist bei jedem gut angekommen. Ich habe mich auch sehr gut mit ihr verstanden. Entschuldigung, ich will gar nicht stören. Hast du noch den Schlüssel vom Transporter? Ja. Danke, bis später. Ganz schön praktisch, so ein Transporter, ne? Da kann man immer Sachen von A nach B transportieren. Ja. Sie waren damit gestern auch unterwegs, richtig? Wo waren Sie denn genau? Ich war nur bei meiner Schwester. Ich habe ihr geholfen, sie ist gerade beim Umzug und ich habe ihr geholfen bei der Kommode. Ja, da muss man ja schnell sein beim Internet, sonst ist die Kommode weg und dann ist das nicht mehr da. Verstehe. Ihre Schwester kann das bestimmt auch bestätigen, dass Sie den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend bei ihr waren. Ja, sicher. Ich gebe Ihnen einfach mal die Telefonnummer von ihr und dann können Sie sie einfach selbst anrufen. Das ist eine gute Idee. So, bitteschön. Dankeschön. Gut, dann halten Sie sich bitte weiterhin zu unserer Verfügung, ja? Es tut mir wirklich sehr leid, aber im Moment ziemlich stressig, voller Terminkalender. Wissen Sie was? Ich glaube, wenn wir Sie brauchen, dann finden Sie auch einen Termin. Tschüss. Hallo. Jo. Ich habe Infos vom Philipp. Der ist noch unterwegs, aber der war in der Versicherungsfirma, in der das Opfer, die Bettina Strobel, in der Personalabteilung gearbeitet hat. Ihre Mitarbeiter haben ausgesagt, sie wäre unauffällig, gewissenhaft, aber auch etwas verschlossen gewesen. Und genau das soll sich in den letzten 2 Monaten geändert haben. Eine Kollegin meinte, es hätte gewirkt, als ob eine Last von ihr abgefallen wäre. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die eine Beziehung vorbei und die mit dem Kohlmann gerade angefangen hatte. Mhm. Klingt logisch. Ja, vielen Dank, Max. Ja. Gern. Also, wenn man sich das Umfeld von dem Kohlmann anschaut, sieht man, dass der überall beliebt gewesen ist. Und die Mutter von ihm hat gestern den Verdacht auf Mara Schmidt gelenkt. Das ist die Ex-Freundin von ihm. Oh,
Also wie die aussieht, kann die jedem Typen den Hals umdrehen. Ja, aber die war es nicht. Die ist seit einer Woche mit ihrem Verlobten auf Mauritius. Die ist raus. Ja, und die Tatsache, dass der Mord in der Wohnung von der Bettina Strobel stattgefunden hat, lässt ja auch eher darauf schließen, dass er ihr gegolten hat. Ja, wahrscheinlich. Ich habe übrigens das Alibi von dem Gruber überprüft. Seine Schwester Jasmin hat bestätigt, dass er bei ihr war. Was denkst du? Ach, der Gruber, der hat sich gestern den Transporter vom Fitnessstudio ausgeliehen. Angeblich, um eine Kommode zu transportieren. Das wirkte alles total konstruiert und er war so nervös. Und vor einer weiteren Vernehmung wollte er sich auch noch drücken. Hä? Ja, er hat gesagt, sein Terminkalender wäre voll. Also wenn er mich fragt, der ist verdächtig wie nix. Tja, und auf das Alibi von der Schwester kannst du auch nicht allzu viel geben. Familie hält ja meistens zusammen. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich meine, immerhin hat seine Schwester auch noch gesagt, dass ihr kleiner Bruder ein Zehnkämpfer ist, wenn es um seine Affären geht. Tja, so ein Checker mit haufenweise Affären kommt natürlich anderen Männern öfters mal in die Quere. Ja, wo Affären, da auch Eifersuchtsdramen. Also ich sag euch, der Gruber ist unsere beste Spur. Was haltet ihr denn davon, wenn ich mich vor Ort mal genauer umgucke und diesen Gruber unter die Lupe nehme? Als Mitglied im Fitnessstudio könnte ich endlich mal wieder auf Staatskosten Sport machen. Gute Idee, Dani. Solange du nicht so aussiehst, Nada.